Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ins Gebäude hier rein sind, mussten wir erstmal so eine komische Batterie fertigen, dass wir den Aufzug nutzen können. Und ja, erst habe ich mich gewundert mit dem Kran und dann war ich halt zu blöd dazu. Und naja, na gut. Der Aufzug ist aktiv. Fabrik verlassen. Ah, wir verlassen die Fabrik also. Ah. Ding. Jetzt sind wir hier. Okay. Krypin. Was ist hier? Himmelblaue Weite. Himmelblaue Reservoir. Himmelblaues Reservoir. Kaffee. Reservoir. Selbst angelegt, ne? Was haben wir hier? Erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist wieder. Clench. Was haben wir hier? Datenstreifen gefunden. Ist das noch eine Ausrüstung? Nö, wahrscheinlich nicht. Mit genügend Streifen können ein Chiffre erzeugt werden. Eine Chiffre, okay. Gehen wir mal kurz angeln. Na komm. Na klar. Was bist du? Du hast eine Laserquappe gefangen. Was? Eine Laserquappe? Warum du? Natürlich das schnellste Ding, ey. Na komm. Hab dich. Das sind aber die vier, die uns noch fehlen jetzt erstmal, ne? Fuck. Dün, dün, dün. Ja. Was ist das denn? Ein Cyber, ein Siedlerkrebs gefangen. Na klar doch. Was? Ich frag mich echt, was die genommen haben. Was ist das? Ein Siliziumschwamm gefangen. Klar. Natürlich. So. Na komm, bei Fuß. Dün, 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 dün. Na komm her. Du bist nervig, komm. Er ist halt der Schnellste. Haben wir eigentlich alle? Nee, es fehlt noch einer. Hä? Dü, dü. Warum fehlt denn da noch einer? Ja, dann sehen wir alle so gleich aus. Als ob ich die schon hab. Ach, da! Meisterlange, fange jeden Fischspezies mindestens einmal. Du hast eine Spulenflunde gefangen. Okay, wir haben alle. Wirklich alle. Eine Spulenflunder. Was? Ich will da nicht runterrennen. Tschüss. Wow. Wir kommen auch in die andere Welt wieder zurück, ne? Wollte ich mal so behaupten. Rapin. Oder Rapine. Mein Haus ist ganz oben. Dort können wir Pläne schmieden. Und wir speichern das mal. Vor allem echt so Cyberpunk. Wir tragen keine Frieden mehr im Herzen. Natürlich war da was. Aber mal gucken, was hier so alles ist.
Regenbogenschnecke gefunden. Schon wieder eine, ey. Ach, hey. Wollt ihr rasten? Ja. Machen wir einfach mal. Vor allem, du kannst draußen speichern, du kannst da drin speichern, hey. Was mit Serie geht? Oh, sorry, halt. Ist dasselbe. Danke, ich freue mich auf mein Zuhause und darauf, euch zu zeigen, womit wir es zu tun haben. Oh Mann, ich würde die Leute so gerne ein wenig aufheitern. Es ist, als wäre ich außer Seereit der Einzige, der noch ein wenig Energie hat. Aber ich bin kein Kämpfer. Ihr kommt aus einer anderen Welt, oder? Kennt ihr dort Spiele? Räder? Hey, das klingt tatsächlich lustig. Ich würde nicht wundern, wenn wir dann wieder rausgehen oder reinkommen. Gebt mir etwas Süßes. Nicht süß genug. Gib mir etwas Süßes. Können wir das nehmen? Schmackhaft. Gib mir etwas Erwärmendes. Schmackhaft. Gib mir etwas Fleischiges. Nicht herzhaft genug. Gib mir etwas Fleischiges. Bin mir so rein, um zu kochen, ne? Ah, okay. Ich will wissen, was man kriegt. Kochen. Können wir was Sashimi geben eigentlich? Machen wir erstmal zwei Stück. Machen wir den hier. Braten-Sandwich. Das ist was Fleischiges. So. Gucken wir mal. So kommen wir immer nur raus. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Gib mir etwas Fleischiges. Geht's, Sashimi? Nicht herzhaft genug. Natürlich nicht. Schmackhaft. Gib mir etwas Leichtes. Nicht leicht genug. Gib mir etwas Leichtes. Pizzalolei. Schmackhaft. Gib mir etwas aus dem Wasser. Sashimi. Schmackhaft. Alles, was ich mir je gewünscht habe. Und mehr. Belohnung ausgeben. Und Regenbogenschnecke. Okay. Jetzt müssen wir so wieder kochen. War schon. Kochen. Eins. Milch fehlt. Eins noch. Eins. Wir müssen mal Essen kaufen, ne? Also Sachen zum Herstellen. Passt aber. Ich nutze das aber eher seltener. Davon habe ich auch keine mehr. Mach ich zwei Stück. Es ist aber auch cool. Leider viel zu wenig, die man machen kann, ne? Also der Platz ist zu wenig, finde ich. Aber ist ja auch alles Geschmackssache wieder, ne? So, einmal speichern.
haben wir echt noch eine Muschel bekommen. Ich wollte einfach gucken, was passiert. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. Kann nichts machen. Jemand muss es gewusst haben. Keine Ahnung. Sirei, warum kehrst du zurück? Ja, warum kehrt sie wohl zurück? Datenstreifen gefunden, okay. Sie haben uns zu viel angetan. Raus aus meinem Kopf. Er sucht mich immer noch im Traum heim. Ich will meinen Verstand zurück. Ich würde zu gerne aufgeben. Pudding, schon mehr? Komm mehr? Keine Ahnung. Egal. Pudding, schon mehr? Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Verbündete regeneriert 100% MP. Wow. Okay, das ist sehr geil. Gut. Ich renne hier rüber gegen, ey. Noch eine. Biegsame Weste. Ein Implantat für Serie, das einen Stern vom Verbündeten entfernt, die in den K.O.-Status versetzt worden werden. Okay. Wir brauchen Kohle, ne? Weg. Sorry. Ach komm, weg damit. Genau, weg. Nee, behalte ich. Ein Aurokuss kann weg. Zack. Ist halt einfach viel zu viel. Mit wichtiger Verschlüsselung versiegelt. Eine Chiffre könnte helfen. Okay, eine Chiffre. Neun. Wow, wie viel Äpfel wir einfach haben. Zack. Wie viele Tomaten wir einfach haben. Salatköpfe. Pilze. Paprika. Meeresfrüchte. Okay. 139, ne? Ja. Noch. Zack. Körner. Ich verkaufe mal echt so ein bisschen. Brauche ein bisschen Kohle nämlich. Zack. So. Bitteschön. Naja. Ob wir das wirklich für sie kaufen sollen?
Man kann das ja auch so kaufen, ne? Was war das Füllhorn denn nochmal? Ich muss noch ganz kurz gucken, bevor ich das mache. Maximal Gruppe LP plus 20. Aber das mit Co. wird auch nochmal besser, ne? Nein, behalten. Mit genügend Streifen. Was haben wir hier? Oh, ein Händler. Ah, wir können die Sachen hier kaufen. Milchprodukte brauchen wir. Arme Ritter. Okay. Krustade. Knusprig und köstlich duftend. Parfait. Akitore-Garnelen. Mach nochmal ein bisschen Milch. Nochmal 10. 10 Zählen und Fleisch. 4. Und dann war's. Okay. So, gut. Ist das da? Ich dachte, man kann draufdrücken, kann man aber nicht. Woher fühlte ich? Wie kann ich weiterleben? Wir hätten die anderen Richtungen. Die andere Richtung nehmen sollen. Ich möchte nicht bleiben. Guten Morgen, Cedric. Guten Morgen, Serai. Ich sehe, deine Suche nach Krieger in der Sonnenwende in anderen Welten war erfolgreich. Chancensteigerung drastisch. Was ist der Status quo? Mond immer noch versunken. Sonne von Wolken blockiert. Flashmancer bewohnt immer noch unerreichbare Schloss. Aktive Bedrohung, Eremit der Schmerzen. Vorkommnisse? Flashmancer-Aktivität vor einigen Tagen erkannt. Flashmancer ging kurzzeitig in eine andere Welt, kehrte mit neuem Monsterleutnant namens Elisandarele zurück. Elina. Konfrontation mit Elisandarele nicht empfohlen. Das werden wir noch sehen. Empfohlene Aktion, Eremit der Schmerzen mit Hilfe von Krieger der Sonnenwende besiegen. Empfohlene Aktion bei Erfolg, Hemisbasis erreichen, um Wolken zu vertreiben und Sonne und Mond zu verbinden. Aber wie kommen wir dorthin? Bericht, Erforschung der himmelblauen Weite während deiner Abwesenheit fortgesetzt. Und? Schwache Energie erkannt. Stimme mit alten Aufzeichnungen über die Toten eines vergangenen Volkes überein. Angeblicher Erbauer des Tempelkugelnetzwerks. Eventuelle Möglichkeit, es wieder zu aktivieren. Analyse von Schienen und Rampen bestätigt. Tempelkugelnetzwerk als mögliche Route zur Himmelsbasis. Empfohlene Aktion. Erkundungsdrohnen durch himmelblaue Weite, Folgen und Signaluntersuchung, Erfolgsanalyse gering. Immerhin ein Hinweis. Anwesenheit von Diener der Königin ehemals bestätigt, Konfrontation vermutlich unausweichlich. Keine Sorge, sie können kämpfen. Sonne kalibriert, piep,
schneller, um wichtige Objekte anzuzeigen. Viel Glück. Warum lese ich hier nicht so vor? Ich bin auch so bekloppt, ey. Eine Sonde erhalten. Die himmelblaue Weite. Könnten sie dort wirklich irgendwo sein? Und vielleicht sogar am Leben? Eine Sache noch, Cedric. Ja. Ich will, dass sie sehen, was sie erwartet. Den Eremiten der Schmerzen? Zeig ihn uns. Entsende Drohne. Die Qualität. Der ist unter Wasser. Der sieht ein bisschen aus wie Cthulhu, kann das sein? So ein bisschen. Dein Volk. Wir werden das Ding erledigen. Krieger der Sonnenwende zeigen Emotionalität, könnte Leistungen negativ beeinflussen. Empfohlene Aktion einatmen. Was? Keine Sorge wegen uns. Das Monster bekommt, was es verdient. Empfohlene Aktion ausatmen. Danke, Cedric. Okay, erst muss der Mond scheinen. Wir brauchen euch zwei in voller Stärke. Die himmelblaue Weite liegt östlich von Repin. Hoffen wir, dass uns das, was wir dort finden, weiterhelfen kann. Keks? Geht vor, ich möchte mit Cedric sprechen. Ich komme später nach. Faszinierend. Ja. Entschlüsselungskonsole online. Bitte verfügbare Datenstreifen verweisen. Entschlüsselung erst mit weiteren Datenstreifen möglich. In vorne Aktion mehr Datenstreifen finden. Okay. Zwei Stück reichen echt nicht. Wo wir wohl noch welche haben werden. Ich glaube, momentan haben wir alle gefunden, ne? Hier. So, einmal speichern bitte. Zack. Hier ist nichts mehr, ne? Ich schau einfach mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Weiß man ja nie, ob die hier irgendwo was versteckt haben. Man merkt halt, wie die über die Hügel laufen. Ah ja. Himmelblaue Weite. Ja, gib du mal rum. Aha. Gegner ausgegraben, nice. Klar, warum auch nicht, ne? Ich grab auch immer Gegner aus. Zack. Tauschen. Das ist auch schwer, ne? Ja. Aha, war ich nicht. Zack, einer ist weg. Wow. Willst du mich verarschen? Ich habe das gerade gar nicht geschickt. Tschüss. Ich hab das echt gerade gar nicht geschafft. Junge, ey. Geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Was? Also ich glaube, ich habe mich schon verlaufen, oder? Ach, guck mal.
Essen. Aha. Was ist das denn? Achso, warte mal. Das zeigt, wo wir lang müssen, ne? Hallo? Da. Okay. Ah, verstehe. Du verläufst dich hier halt echt. Aha, jetzt was ist da unten lang? Tja, mal gucken. Gegner? Na klar, Gegner. Was denn noch sonst? Machen wir das. Mist. Verkackt. Voll verkackt. Naja, machen wir das hier. Zack. Verrunter. Alle abgeblockt. Nice. Pfannenwender. Was? What? Was war das denn für ein Angriff? Oh Mann, ey. Diese komischen Angriffe, ey. Wie kam auf Ideen? Moment, wo muss ich lang? Ja. Was für schräge Ideen die einfach hatten. Okay. Da hoch. Was haben wir da? Gegner? Nö. So. Was haben wir hier? Gegner? Nö. Plattform. Jetzt aber Gegner. Natürlich. So. Boink. Fuck. Hab's zu früh gedrückt. Boy. Bin ich völlig aus dem Takt immer, ne? Machen wir das hier. Muss ja gleich mal heilen, ne? Und tschüss. Ich gebe einen herzhaften Eintopf. Außer Mütze gezogen. Klar. Machen wir das. Das kriege ich auch nicht hin, ne? Zack. Du. Ba-ba-ba-bau. Zack. Dieses scheiß Schild, ey. Zack. Das Schild ist richtig nervig, ey. Combo. So. Angriff. Zack. Oh, tut mir ja gar nicht leid. Nee, ich mach normal. Zack. Hier ist er verwundbar. Nice. Dann hauen wir ihn das rein.
Zack. Aber immer auf ihn, ne? Wie gemein. Und tschüss. Gut. Gehen wir hier lang. So. Natürlich Gegner. Ah. Na komm mal her. Komm mal zu Papi. Zack. Zack. Toll. Naja. Ich mach das hier. Bam, 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 bam. Zack. Oh, war klar, das haben wir eh nicht hingekriegt. Junge, ey. Schaden, ey. Hier, kannst du Chemie haben. Na, krieg ich das wieder hinten, dass ich nicht aus der Takt komme? Zack. Zack. Okay, waren alle erledigt. Ja, wo bist du? Ne? Ach hier. Wow. Stimme der Gegner? Nö. Fleisch. Natürlich. Und? Da runter. Junge, ey. Gegner? Nö. Noch eins. Direkt daneben. Junge. Wow. Haben's geschafft. War so ein Labyrinth eigentlich, ne? Das ist niemand. Noch ein Rückschlag. Serai. Cedric hat hier etwas entdeckt. Wir müssen es finden. Dorf der Verlorenen. Was ist das denn für eine Kugel oben? Was sind das für Kugeln hier? Du kannst nichts mit machen, ne? Nö. Aeroful hat diesen Ort erbaut. Wirklich? Hier befand sich eine seiner Werkstätten. Und diese Kuppel. Wir befinden uns in einem Seelenbehälter. Aeroful. Wieso? Seine Experimente haben Spuren hinterlassen. Moment. Alle aufgepasst. Und dieses Geräusch wird den Tarnungsfluch aufheben. Seht nun weg, wenn ihr unerkannt bleiben wollt. Oh. Es funktioniert.
Hey, ich sehe dich. Welche Farbe habe ich? Was ist hier geschehen? Noch ein rifellerisches Experiment. Ich wusste, dass Aeoful mit Seelen tüftelte. Doch lebende Wesen von ihren Körpern zu trennen? Er versteckt also die Beweise und lässt sie hier auf ewig wandeln. Dein Freund ist ein Feigling. Aeroful ist kein. Diese Leute wissen vielleicht etwas, das uns helfen könnte. Fragen wir mal herum. Braucht ihr etwas für die bevorstehende Reise? Was? Jetzt können wir hier sogar einkaufen. Nö. Wieso habe ich auch geschaut? Ihr wollt doch bestimmt nicht in die Werkstatt, oder? Ihr wisst doch, dass da drin etwas Großes, Gefährliches ist, oder? Ich würde gerne speichern. Ich sah jemanden zum Ausgang spurten. Wissen Sie, dass wir hier festsitzen? Also, welche Farbe habe ich? Nein, du zuerst. Nein, ich vermisse den Tank nicht. Es ist schön, sich nach all dieser Zeit wiederzusehen. Das ist ein besonderer Tag. Beast war schon immer speziell. Derjenige, der an uns experimentierte, es ging ihm nicht gut. Ihr seid Krieger der Sonnenwende, oder? Woher weißt du das? Die Toten eines vergessenen Volkes wissen viele Dinge. Wer bist du? Man nennt mich Beast. Weißt du etwas über die Himmelsbasis? Ja, mein Volk erinnert sich noch an den Aufbau dieses Ortes. Damals hatten wir noch Körper. Leider verloren wir die Zugangsroute, nachdem die Himmelsbasis verdorben wurde, um Wolken zu erschaffen. Verdorben? Ja, es war der erste Schritt auf dem Weg zum Niedergang unserer Welt. Du meinst, die Himmelsbasis war ursprünglich kein schändliches Instrument? Oh, nein. Wir regulierten damit das Klima der Fruchtbarkeit wegen. Es war toll. Die böse Maschine, die die Himmelsbasis übernahm, verdarb am Ende ihren KI-Kern. Der Schöpfer der Cyborgs ernannte sich selbst. Der Katalysator, dort finde ich diesen Bastard also. Du erinnerst dich? Wir dachten, er würde Erinnerungen löschen. Ich erinnere mich nur an den Namen. Serai? Ich bin okay, noch ein Grund, die Himmelsbasis aufzusuchen. Das Tempokugelnetzwerk ist der einzige Weg. Weißt du, wie wir den Strom wiederherstellen können? Ja, als uns dämmerte, dass unsere Welt verloren war, bauten wir eine Sicherung ein. Sie verbergt sich inmitten der hochheiligen Nadeln. Ein Titan aus Kybernetik und Stein, der einen riesigen Felsbrock stemmt. Wenn die Bremse gelöst wird, stürzt der Block hinab und gibt jene Energie frei, mit der er hochgehievt wurde. Die primitivste Form der Batterie. Sie enthält gerade genug Energie für den letzten Rettungsversuch unserer Welt. Wir nannten sie Estristari. Doch der Zugang zu den hochheiligen Nadeln ist versiegelt. Mein Volk hat alles versucht. Das Siegel ist leicht zu brechen, wenn man weiß, wie es geht. Kannst du uns hineinbringen? Natürlich, wenn ihr einen Weg findet, mich dort hinzubringen. Was meinst du damit? Er hier weiß Bescheid.
Beast und sein Volk sitzen hier fest. Nur diese Gruppe bewahrt sie davor, sich in Luft aufzulösen. Wie gesagt, ich helfe euch, wenn ihr mich dorthin bringt. Und ich möchte an ihrer Seite kämpfen. Sprich, wie gut bist du als Alchemist? Ich gebe mir Mühe. Nun, kannst du es? Lebendiges Glas. Vielleicht ein letzter Versuch. Weißt du auch, was du da verlangst? Ja, ich möchte kämpfen und meine Welt zurückerobern. Der Prozess ist irreversibel. Ich verstehe. Ich bräuchte passende Werkzeuge, doch mein Kodex verbietet mir, in Aerofuls Werkstatt einzudringen. Wenn du mir die Tür öffnest, kann ich es tun. So einfach kommst du nicht davon. Cedric, ich lade einen 3D-Scan hoch. Übertragung erhalten, Schlossstufe kompliziert. Kannst du einen Schlüssel herstellen? Positiv. Gut, ich schicke die Sonde, um ihn abzuholen. Und jetzt warten wir. Ding, 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 ding. Aber dein Leben, ich könnte mir einen so langen Zeitabschnitt kaum vorstellen. Wenn ich das richtig sehe, waren Valerie und du auf einen ähnlichen Pfad. Ich. Ein Tag nach dem anderen. Und ich selbst muss noch vieles über den Kampf erfahren. Wir könnten voneinander lernen. Ich wette, Gal hätte sie trotzdem zum Lachen gebracht. Ja, bestimmt. Tut mir leid, Valerie, ich wollte nicht. Oh nein, schon gut. Weißt du, ich hielt Trauer früher für ein negatives Gefühl, das irgendwann verschwindet. Aber so funktioniert das nicht. Sie ist einfach immer da. Es gibt also nichts, was du sagen könntest, das mich plötzlich wieder an ihn erinnern würde. Manchmal bin ich wirklich traurig, dann muss ich wieder lachen und an gemeinsame Erlebnisse denken. Ich bin ganz bei Zale. Er ist gewissermaßen immer bei uns. Und ich beginne langsam zu verstehen, dass ich wohl einfach Glück hatte, eine so großartige Person an meiner Seite zu haben. Ergibt das Sinn? Tut es. Danke, Valerie, das hilft mir auch. Und wieder mal ist Gal der Höhepunkt des Tages, ohne selbst hier zu sein. Ja. Offenbar ist unser Schlüssel da. Bereit? Seid gewarnt, das Monster, das uns quälte, haust immer noch an diesem Ort. Wir kümmern uns darum. Gut. Speichern. Ich würde gerne selbst speichern einmal, ne? Was haben wir hier? Walnusskorken. Walnusskorken. Diese Namen, ey. Was haben wir hier? Okay. Ah, da kommen wir nicht lang. Dieser Tank dort war ich all die Jahre reingeschlossen. Und dieser hier. Tikor, endlich werde ich dich rächen. Das Monster ist gleich da vorne, macht euch bereit. Jo, da
wird die Folge halt ein bisschen... Nee, wird sie nicht. Dann ruhen wir uns einmal aus. Und dann würde ich auch nämlich sagen... Bei 45 Minuten... Ja, manchmal wird es halt länger, ne? Dann würde ich sagen, dann werde ich hier erstmal die Aufnahme beenden und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Sea of Stars und dann erledigen wir das Monster, was das auch immer sein wird. Na gut, bis dann. Ciao, ciao.